Jetzt gilt's. Vorbereitung beendet und damit hinein ja, in den Restart der zweiten Liga. Werder präpariert sich hinter mir noch in den allerletzten Zügen für das Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag 13:30 im Weserstadion. Es war eine Einheit, die abschließende, ja quasi mit voller Kapelle. Lediglich Kollege Nankishi hat gefehlt, ansonsten 29 handverlesene Leute auf dem Platz. Ordentlich was los. Man könnte fast sagen, Ole Werner hatte endlich die Truppe zusammen, mit der er eigentlich die komplette Vorbereitung bestreiten wollte. So war es nun heute mal richtig voll. Das heißt, er wird einige Spieler aussortieren müssen vor dem Spiel. Natürlich, das wird wahrscheinlich in erster Linie die U23-Akteure erwischen und dahinter wird es dann interessant. Es sieht so aus, wenn man die Trainingseindrücke sieht, als würden auf jeden Fall die Spieler, die in der Quarantäne waren, auf jeden Fall mit dabei sein. Also sprich Niklas Füllkrug, Marco Friedl, Miloš Veljković, auch vielleicht Mitchell Weiser und Jean-Manuel Mbom, die alle komplett mitgezogen haben. Vor allem Marco Friedl, muss man sagen, hat heute in der Abschlusseinheit nochmal einen richtig guten Eindruck gemacht. Unheimliche Präsenz in der Abwehr, auch bei Offensivaktionen, die es dann gab im Training. Also viele ja, Flanken und Kopfballsituationen wurden eingeübt. War er unheimlich präsent, hat seine Chancen ziemlich gut genutzt. Und auch die Spieler dahinter. Es gab dann später noch ein kleines Spiel, in der Tat ein kleines Spiel, denn die 25 Leute, die Ole Werner sich da ausgewählt hatte, spielten auf einem halben Feld gegeneinander. Das heißt, sehr enges Spiel, kaum Torszenen. Dafür mussten Lösungen gefunden werden auf engstem Raum. Das kann ein wenig hemmen, sage ich mal so, weil man eben vielleicht nicht mit dem guten Gefühl in das Spiel geht, dass man noch jede Menge Torchancen sich herausgearbeitet hat. Im Umkehrschluss bedeutet das aber natürlich auch, man findet vielleicht immer eine Lösung, wenn es mal eng wird, wenn es mal druckvoll wird, wenn der Gegner zu sehr ja sozusagen die Oberhand zu gewinnen droht. Wie es letztlich aussehen wird, das zeigt sich dann natürlich erst am Samstag. Auf jeden Fall ist die Stimmung momentan noch blendend im Bremer Lager, das kann man nicht anders sagen. Es wird viel gelacht, viel geflaxt, viel gescherzt. Gute Szenen ja sozusagen werden beklatscht untereinander, es wird sich viel gefreut, es wird sich ein wenig hochgenommen. Das heißt, die Stimmung ist gut. Die Frage ist nur, wie lange wird das natürlich so sein? Werder hat eine unheimlich große Chance, jetzt den nächsten Schritt zu gehen gegen Düsseldorf. Und dieser Schritt ist natürlich elementar wichtig. Man kann sagen, auf der einen Seite sind es ja noch 16 Spiele, bis die Entscheidung fällt. Auf der anderen Seite sind es eben auch nur noch 16 Spiele. Das heißt, man kann natürlich viel wieder gut machen, wenn der Start nicht gelingt. Aber umso entscheidender ist natürlich eigentlich, dass der Start gelingt. Denn ja, man kann es nicht anders sagen. Werder hat jetzt eine Riesenchance, um auch ein Signal an die Konkurrenz zu setzen. Wir sind weiterhin da nach unseren 3 Siegen unter Ole Werner im Dezember. Und wir wollen weiterhin dorthin, auch wenn es zumindest die Verantwortlichen noch nicht offiziell ausgesprochen haben, aber schon die Spieler, dorthin, wo es am Ende um die Aufstiegsplätze geht. Momentan ist es nur ein Punkt Rückstand auf Tabellenplatz 3. Die ersten beiden Plätze sind ein wenig weiter weg, aber auch da kann man natürlich mit einem Sieg gegen Düsseldorf unheimlich viel Druck direkt wieder zu Beginn des Jahres auf die Konkurrenz ausüben. Wie es letztlich laufen wird gegen Düsseldorf, das erfahrt ihr natürlich in der Deichstube. Wir sind für euch dabei. Bis denn. Ciao, ciao.